Hallo zusammen! In diesem Video die Fortsetzung zu den A- und NS-Einträge. Diesmal betrachten wir nicht die Situation in der eigenen Zone, sondern schauen wir uns mal die Situation an, wie das aussieht bei anderen Nameserver, in dem Fall Top-Level-Domain-Nameserver sowie Nameserver von anderen Domains. Klicken wir mal einfach mal hier und schauen uns mal zunächst mal die IP-Konfiguration, das stimmt soweit zur Kontrolle. Und ganz wichtig beim Services und DNS, da sehen wir im Vergleich zu unserem Primary folgende Einteilung. Und wir beginnen zunächst einmal mit Zeile 2. Das ist der Nameserver für .its. Ja, das hatten wir auch schon im letzten Video gehabt. Und der ist entsprechend, also der heißt erstmal dns-server.dns.its und ist erreichbar unter der 192.168.3.100. Das haben wir jetzt gerade kontrolliert unter der IP-Konfiguration. Und das war der A-Record. Die dazugehörige Zeile lautet entsprechend ETS. Das bedeutet für die Top-Level-Domain ETS. Ja, weil das war jetzt am Ende, also www.go.ets, das war die Top-Level-Domain. Da muss ein Name-Server dafür zuständig sein und das ist der DNS-Server .dns.ets, also die Zeilen 2 und 4 gehören dann zusammen. Weiter geht's mit, also für die Situation, der kennt natürlich nicht alle IPs bzw. nicht die Zuordnung IP zu Name von einzelnen Maschinen. Zum Beispiel der hier, der Top-Level-Domain-Name-Server, der kennt natürlich nicht den Eintrag pc1.go.ets. Das kennt nur dieser DNS-Server und bzw. dieser sekundäre DNS-Server. Was der weiß, ist folgendes. Alles, was mit go.ets zu tun hat, ja, da wird der Nameserver dns.go.ets befragt. Das ist der hier. Das war ursprünglich das Beispiel, was wir ja quasi aus Video 1 hatten. Und das müsste ich jetzt entsprechend ändern, weil ich möchte die Situation jetzt nicht nur beim ersten Nameserver ausprobieren, sondern beim zweiten Nameserver. Deswegen schreibe ich hier statt dns.go, schreibe ich secondary. Das war der Nameserver hier und auf Save, dann müsste ich entsprechend natürlich das auch ändern und zwar der hier, der Eintrag, das passt jetzt nicht mehr damit zusammen. Das heißt, jetzt müsste ich statt DNS secondary.go.ets ist erreichbar unter IP 192.168.1.100. Also Zeilen 0 und Zeilen 3 gehören ebenfalls zusammen. Was noch fehlt, ist das gleiche Spiel für andere Domänen. Sprich, ich habe ihr einfach mal hier aufgeschrieben, dass diese Domain oder dass diese Zone hier youtube.ets heißt. Und das bedeutet, alles was zu youtube.ets abgefragt wird, ist der dns.youtube.ets dafür zuständig. Das ist dieser Eintrag. Naja, jetzt wissen wir aber mittlerweile, dass zu jedem NS-Eintrag ein A-Eintrag oder ein A-Eintrag vorhanden sein soll. Und zwar, das ist der dns.youtube.ets, ist erreichbar unter der 192.168.2.100. Das ist der hier. Kontrollieren wir mal und sehen, dass dort, dass der dort auch ein DNS-Service ist, aber zunächst wollten wir mal die entsprechende IP-Adresse sehen und seinerseits trage ich das auch mal ein, wenn ich jetzt nicht weiß, ja, das ist der Google DNS-Server, wenn der nicht weiter weiß, dann wird der nächsthöhere DNS-Server befragt. Ebenfalls die Situation auch hier nachher, wenn wir das Ganze hier auch mal eintragen. Das war eigentlich hier Quatsch. 3, das funktioniert nur, wenn die eigene Domäne das ist. Aber wenn es nicht die eigene Domäne ist, dann müsste der nächste DNS-Server, so wie hier, befragt werden. Ja, das hatten wir jetzt
falsch im letzten Video offensichtlich. Das funktioniert nur für die eigene Zone, aber wenn ich auch andere Zonen ansprechen möchte, dann müsste ich die 3.100 und zwar diesen hier wählen. Und jetzt wollen wir mal versuchen, einfach mal Netzwerkkabel rausziehen, Netzwerkkabel hier rein. Orange bedeutet, das ist auf Bereitschaft, deswegen weiter, bis es alles auf grün ist. Und jetzt bin ich jetzt gespannt, ob das Ganze auch funktioniert. Natürlich schalten wir vorher auf Simulation, damit wir den Prozess Schritt für Schritt dann kontrollieren. Zunächst einmal für die Testphase ist es absolut wichtig, immer kleinschrittig zu testen. Das bedeutet die eigene Zone vielleicht und später schauen wir uns mal den Rest an. Also, legen wir mal los. Das stellen wir mal im Vordergrund und das hatten wir ja schon gehabt. Das stelle ich immer im Vordergrund und jetzt pinge ich mal nach und nach www.go.eds. So, DNS-Abfrage wird erfolgen. Das war okay. So. Ach ja. Natürlich, ich bin froh darüber, dass da ein Fehler ist, weil die Einstellung hier bei PC1 war folgende. Da ist immer noch der alte Eintrag von den alten DNS vorhanden. Das heißt, er findet einfach den DNS nicht. Daher müsste das natürlich die 101 sein, weil die 100 existiert denn nicht mehr. So. Ich bin immer noch auf der Simulation und jetzt versuche ich mal, das erneut mal anzustoßen. Steuerung C. So, und jetzt ping go.ets. Ich hoffe, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Troubleshooting ist immer wichtig. So, immer im Vordergrund. Dann weiter. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt wird der DNS-Server abgefragt. Jetzt bekommt er auch die Antwort, dass es die 200 ist. Schauen wir mal in den PDU. Und, ach nee, hier, das ist die Antwort. Schauen wir mal in der PDU rein, in der Layer 7. Und die Antwort lautet, www.go.eds ist unter der 1.200 erreichbar. Deswegen kann dort eine ICMP-Paket gesendet werden und ein ICMP-Reply wird entsprechend dann Schritt für Schritt erscheinen, die 4 Stück. Okay, das funktioniert. Schauen wir mal, ob was anders noch funktioniert. Also funktioniert dann ping pc1.go.ets. Das war diese Maschine. Nee, stopp. Wir wollen natürlich die andere Maschine anpingen, pc2 von mir aus. So, funktioniert das denn? Das wird ja gesendet. Das war wahrscheinlich die erste Antwort auf PC1. So. Und tatsächlich PC2 kann auch mit Name, mit FQDN sozusagen auch angepinnt werden. Erfolgreich, alles gut. Jetzt schauen wir uns mal die Situation an außerhalb. Das ist natürlich das Interessantere von den Szenarien. Ich schalte mal auf Realtime, Simulation nochmal. Damit wir mal nach außen kommunizieren. Ich würde mal sagen, ich pinge jetzt mal den Server www.youtube.ets. Ja, zur Erinnerung, oder schalten wir mal auf Realtime. Jetzt gucken wir mal, ob die Webseite auch so erreichbar ist. Ja, die Webseite von www.go.eds. Kein Wunder, das funktioniert. Schauen wir mal die IP-Adresse. 192.168.2.200 und die IP oder die Webseite von YouTube funktioniert natürlich auch. Das ist natürlich falsch. YouTube.ets sollte es sein, aber egal, das ist HTML. Das heißt, die Webseite ist erreichbar unter der IP und unser Ziel ist natürlich Schritt für Schritt das Ganze mit dem Terminal bzw. mit der Konsole dann entsprechend zu erreichen. Dann schalten wir wieder auf Simulation und versuchen jetzt diesmal ping www.youtube.ets zu erreichen. Das wird jetzt interessant,
Der wird jetzt nicht sofort angefragt, sondern natürlich, wie Sie aus dem Theorievideo zu der DNS-Hierarchie kennengelernt haben, da wird das zunächst dieser DNS-Server, der von der Top-Level-Domain, dann angefragt. Also, ich lasse es mal. Ja, wie mache ich das am besten? Okay, lässt sich nicht verkleinern. Naja, schauen wir mal, ob das hier übersichtlich ist. Also, losschicken. Und das wird jetzt interessant. Also, der schickt jetzt die Anfrage. Natürlich, der kennt seinerseits nur der DNS 1.101. Etwas anders kennt er nicht. Und der wird jetzt mal die Antwort bekommen. Natürlich keine Antwort bekommen, weil der den Eintrag von www.youtube.eds auch nicht kennt. Und wie es weitergeht, da wird natürlich der Top-Level-Domain DNS kontaktiert, weil das hier auch im Eintrag steht. Ja, für ihn steht das hier, dass Sie sehen es da unten. Ups, nochmal. Die drei, also der DNS-Server von diesem autoritativen Name-Server von go.eds ist die 3.100 und das ist dieser hier. Also weiter geht's. Und interessanterweise schauen wir mal hier rein, was dort abgefragt wird. Hier. Wo da DNS steht, ups, und siehe da, in dieser DNS-Abfrage steht, ich möchte die Auflösung von www.youtube.eds haben. Und jetzt kommt die Antwort, genau, das war die Antwort. Jetzt erstmal die Kommunikation zu dem Switch. Nochmal zum Router, da steht auch das noch nicht, weil hier kommt das Verständnis auch zu OSI-Modell. Die Kommunikation zwischen Server und Switch, da haben Sie ja gesehen, das waren nur die Layer 1 und 2. Jetzt ist der Router im Spiel, das sind ja die Layer 1 bis 3. Und wenn es natürlich bis zur Kommunikation jetzt bis zur anderen Maschine, dann werden wir auch nochmal die anderen Layer anschauen können. Und hier sehen Sie nochmal, der hat natürlich keine Ahnung, wo youtube.de ist, aber der weiß seinerseits, dass der jetzt für alle Abfragen, die für die Zone youtube.eds gerichtet werden, dass dieser DNS-Server dann entsprechend angefragt wird. Ja? Das heißt, das ist jetzt interessant. In dieser Antwort oder in dieser Abfrage steht in der DNS jetzt bei der Frage, also der fragt weiterhin nach youtube.eds. Das können wir hier mal uns anschauen. Ja. Und wahrscheinlich beim Outbound dann erfolgt die Antwort von diesem Server. Und hier würden wir jetzt beim Outbound die IP-Adresse vermutlich sehen. Und siehe da. Das ist sie. Ja. Für youtube.eds ist die IP-Adresse 2.200 und das ist diese Adresse hier. Das heißt, hier, also bei PC1, sehen wir immer noch kein Ergebnis, weil wir sind immer noch nicht beim ICMP, ja, wir sind immer noch beim DNS. Und das lassen wir mal schön fröhlich weiterlaufen. Das heißt, diese Information wird irgendwann mal PC1 erreichen und der wird seinerseits dann antworten. Zunächst natürlich nach der Hierarchie wird der die Antwort bekommen und der wird seinerseits den DNS-Server, den hier antworten und wenn diese Antwort vorhanden ist, dann bekommt der jetzt die IP-Adresse von YouTube, www.youtube.eds und das war die hier. Ja, wenn wir halt mal diese Information erst hier ist die Information vollständig. Da sehen Sie auch nicht nur die DNS-Antwort hier, also die DNS-Abfrage war youtube.eds. Hier sehen Sie die IP-Adresse, die 2.200 und der Server auch, welche Server da im Spiel waren, welche dann entsprechend beantwortet haben. Das ist der DNS-Server.dns.ets. Und da sehen wir auch nochmal hier weitere Antworten. Gut, dann geht es weiter mit der ICMP.
Abfrage und zwar direkt zum Webserver, weil jetzt haben wir die IP-Adressen. Der Webserver antwortet jetzt und wir bekommen unseren ICMP-Reply und das Ganze viermal. Schön, dass es so auf Anhieb geklappt hat. So. Und PC wieder glücklich. Wahrscheinlich für die ganz Aufmerksamen von Ihnen haben schon mal das hier beobachtet. Und zwar beim DNS, da war statt www.youtube.ets, da war auch nochmal youtube.ets. Das habe ich jetzt nicht so ganz angesprochen, weil das möchte ich in dem nächsten Video genauer besprechen. Wir haben übrigens auch die Situation hier bei diesem DNS-Server ausführlich betrachtet. Und hier bei diesem DNS-Server, das fehlt uns, aber das ist eigentlich genau das gleiche wie dieser Zone. Wenn wir uns mal die DNS-Einstellungen hier anschauen, dann ist es mehr oder weniger das gleiche, wie wir das bei dieser Zone gesehen haben. Und zwar beginnen wir mal mit der eigenen Zone. Und zwar alles, was mit youtube.ets zu tun hat, das erledigt der Nameserver dns.youtube.ets. Seine IP-Adresse lautet, also die IP-Adresse von dns.youtube.ets lautet die 2.100. Das heißt, die Zeilen 0 und 5 sind zusammenhängend. Dann schauen wir uns mal die Situation an. Für die übergeordneten Abfragen, das heißt außerhalb der eigenen Zone, wer soll überhaupt uns dann helfen auf dem Ziel? Das ist der, also für die Top-Level-Domain ETS, ist der Name-Server dns-server.dns.ets. Das ist der hier. Der müsste natürlich auch mit IP-Adresse angesprochen werden. Das ist der dns-server.dns.ets, ist erreichbar unter die 3.100. Das heißt, die Zeilen 1 und 2 gehören zusammen. Fehlt jetzt nur noch der, das ist es Ihnen auch bekannt bestimmt. Eigentlich hatten wir das zum Vergleich. Jetzt gucken wir mal. Zum Vergleich. Dieser Name-Server, diese Einstellung, die Sie hier sehen, damals hatten wir den Webserver, das war der hier, www.go.ets, da hatten wir dieses www noch davor gehabt. Ja? Das war der A-Record. Und hier als Vergleich steht da nicht www.youtube.ets, so wie es hier steht, oder so wie wir es eigentlich eingegeben haben bei PC1, weil bei PC1 hat der Ping ja schon mal funktioniert. Hier schauen Sie sich mal das an. Der Ping hat ja entsprechend so funktioniert. Ping www.youtube.ets. Allerdings sehe ich hier bei www.youtube.ets etwas anders als A-Record im Vergleich zu der hier. Das war der hier. Genau, hier sehen wir, dass der unter, also direkt www.go.ets unter der Punkt 1.200 und hier ist kein A-Record, ja, sondern ein CNAME. Der A-Record sieht ein bisschen anders aus. Was CNAME ist, das erfahren Sie im nächsten Video. Soweit in diesem Video zu den ganz, ganz wichtigsten Einträgen, nämlich den A-Record und NS-Record. Wir gehen speziell im nächsten Video auf den CNAME-Eintrag und würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie etwas dazu gelernt haben. Bei Fragen oder Ähnliches einfach mal in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video und tschüss.